Achim, jetzt haben wir die zweite Runde. Hieß wieder Horizonte mit dem Achim Weidner, dem Uli Biede. Achim, für wen machen wir eigentlich Politik in Rüsselsheim? Also wenn man die Verfassung guckt, für die Bürger, und es gibt ja den schönen Satz von Abraham Lincoln von der berühmten Gettysburg-Adresse, aus dem Volk, durch das Volk, für das Volk. Ja. Ja? So, das heißt, Leute aus der Bürgerschaft oder andersrum formuliert, was die Bürger wollen, ihre Gesamtheit, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Ja. Ja? Mit Ausnahme, es gibt einen Bürgerentscheid. Also wir sollten immer daran rückgebunden werden, dass wir stellvertretend das Gemeinwohl organisieren und beschließen, mit 45 Männern und Frauen unterschiedlicher Couleur und uns an der Volonté générale, dem allgemeinen Willen, dem Gemeinwohl orientiert, was das auch immer heißen wird. Ja, jetzt will ich sagen, es war eine hinterhältige Frage, Achim. Oh je. Jetzt wohne ich war ja lange genug Pfarrer im Westerwald und da gab es Leute, die sind oben vor, also über, hinter der Lahn, also über den Taunus, dann in den Westerwald, sind die jeden Tag zum Flughafen zum Beispiel gefahren, um dort zu arbeiten. Und haben eine Wohnung gesucht, aber nicht gefunden. Machst du für die keine Politik? Sind die egal? Ja, erstmal egal, weil da muss man im engeren Sinne sagen, man ist erstmal wie der amerikanische Präsident, für das amerikanische Volk Schaden abwendet und manchmal Blödsinn macht, aber da egoistisch denkt, ist natürlich Politik immer egoistisch, weil sie die ausschließt, die denn dazugehören. Denn wir leben in Städten wie in der griechischen Antike und da ist erstmal egal, was die Nachbarschaft meint. Ja, ja. Meistens liegt man da am Clinch und mir fällt ein Waldorf ein gutes Beispiel. Ja. Die konnten sich lange Zeit nicht angucken, weil sie jetzt eingemeindet worden sind. Ja. Also Politik ist immer auch eine egoistische Sache, weil sie immer denen der Respublika verbunden ist, die sie wählt. Und man nicht der Nachbarschaft. Ja. Verantwortungsvolle Politik, die Konflikt vermeidet, zieht dann aber auch die Nachbarschaft. Verstehst du? Ja, ja. Man sieht das ja zum Beispiel jetzt an dem berühmten Bauhof oder Betriebshof, der jetzt, ich bin dafür, zwischen Rüsselsheim und Raunheim gebaut wird. Da geht dann der Egoist daher und sagt, muss ich 3 Kilometer weiterfahren? Aber er stellt sich nie die Frage, dass der Betriebshof oder die Stadtwerke, die städtische Service, nie mehr heute dort genehmigt werden würde, mitten im Wohngebiet, wo er heute ist. Aber weil wir so bequem sind, fahren wir dahin, sammle fleißig Unterschriften. Mit mir gibt es sowas nicht. Da gibt es Klartext, das heißt, das Ding muss zwischen Raunheim und Rüsselsheim, die Stadt wird wachsen, weil ich gesagt, wo steht die Stadt in 20 Jahren? Ja. Und da muss man aber ganz bevor kurz... Bevor wir zu weit abweichen. Nee, ich will abweichen, zurück sein. Da muss, also wie gesagt, der Politiker muss die egoistischen Interessen seiner Wählerschaft berücksichtigen, aber er muss auch vermittelnd sein, zu anschlussfähig zu anderen Interessensgemeinschaften, sozusagen zu anderen Ego-Gemeinschaften. Ja. Ja? Und da bist du manchmal zwischen Baum und Borke wie der Borkenkäfer. Also ich will es mal so fragen. Wir haben zum Beispiel allein durch unsere Lage, durch eine gewisse Tradition, auch ziehen wir Industrie und Betriebe hier an. Also jetzt kommen von England nochmal Banken hierher. Und da können wir, also sage ich mal meine Meinung. Wir können nicht hier die Arbeitsplätze wollen, aber die Wohnungen der Arbeiter dulden, dass sie JWD sind. Das heißt, wenn wir schon sagen, wir wollen die Steuern mit den Arbeitsplätzen verdienen, mit all dem, müssen wir doch, jetzt behaupte ich das mal, den Menschen, die bei uns arbeiten, dann auch die Möglichkeit geben, mindestens so nah zu wohnen, dass sie eine S-Bahn haben, dass sie hierher kommen, zum Beispiel auch ohne Auto, auch aus ökologischen Gründen. Das heißt, von daher sage ich, wir können nicht nur also bis nach Frankfurt denken, sondern im Grunde genommen müssen wir über den Taunus fast hinaus denken. Ja. Da wäre so ein Regierungsbezirk oder sogar ein halbes Bundesland müsste da mit am Tisch sitzen in Rüsselsheim. Interessanter Gedankengang. Man muss ja Folgendes sagen, Freiheit fängt ja jenseits der Notwendigkeit an. Früher war das so, da hat man die Fabrik in die Nähe eines Flusses gebaut, weil man edle Wasserkraft oder Transportkapazität hat. Dann hat man auch Dampfmaschinen gehabt und da mussten viele Leute zur Dampfmaschine, weil die dann eine Transmission hatte. Das nennt man Industrie 1.0. Und jetzt in der Corona-Krise erleben wir, viele Leute arbeiten gar nicht mehr an Dampfmaschinen, sondern sind Symbolumdeuter im Homeoffice. Das heißt, wir erleben ja jetzt erstaunlicherweise eine ungeheure Beschleunigung der Digitalisierung oder nein, der Umorientierung aufgrund von Digitalisierung. Heute kannst du auch in Nordhessen, das ja außer Wölfe, hat man ja den Eindruck gehabt, entvölkert. Kann ja ein Umkehrschub schaffen. Das heißt, die Metropole kann sozusagen wieder abgeben an die Region. Ja. Das heißt, du musst nicht mehr nach Rüsselsheim fahren, im Rathaus Steuerbescheide geben. Du kannst über eine Cloud, keine Ahnung, im Hintertaunus sitzen. Das heißt, aber auch hier, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist jetzt eine neue Entwicklung.
Und unter dem Kontext, dass man mal gucken muss, wie eine Welt in 20 Jahren aussieht, gibt es Länder, wo das schon viel weiter ist. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt mit dem hessischen Digitalministerium uns erzählen lassen, was da Digitalisierung ist. Wir können auch mal nach Estland fahren. Ja. Ja. Das ist der kleine Hund, der hier am Tisch sitzt. Ja, komm, die. Ja, also Achim, jetzt will ich eigentlich sagen, das ist das eine. Ich will noch mal nachschauen. Aber zum Beispiel, ich war in Asopfarre. Wenn ich dort geblieben wäre, wären wahrscheinlich meine Kinder und Enkel hier, ja, eher im Rhein-Main-Gebiet, ich würde da hinten sitzen, wäre für mich traurig. Ja. Das heißt, es geht ja auch um sowas wie wegen mir familiäre Bande und geht auch um Kultur. Ja, das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch nur in einer Riesenstadt glücklich ist. So einfach ist es nicht. Aber regional muss er doch dazu fähig, oder er muss so wohnen, dass er, ohne dass er sich jetzt groß, wer weiß was tut, auch in Theater kommt, gewisse Dinge ihm auch geboten werden. Also ich habe das gemerkt in Nassau. Wären viele Dinge, die unseren Kindern und Enkeln hier möglich sind, überhaupt nicht möglich. Gehen wir gar nicht so weit. Zum Beispiel viele, die in Rüsselsheim gutes Geld verdienen beim Opel, die sich manchmal so ein bisschen naserümpfend über die Innenstadt oder dicke Busch äußern, wohnen ja im Rüsselsheimer Speckgürtel. Der fängt ungefähr bei Bauscheim und Königstetten an und geht dann bis Trebo und so weiter. Ja. Ja, das heißt, die partizipieren von dem, was Stadt ist. Stadt ist immer Zentralität, Theater, Schule, gute Krankenhäuser, nutzen aber sozusagen die guten Straßen, die rausführen, um sozusagen im Speckgürtel zu leben. Und viele waren ja früher Eigentümer in der Innenstadt, hatten dort Geschäfte und sind dann weggezogen. Und da es kein Vakuum gibt, ziehen halt dann Leute nach, die man dann nicht haben will, in Anführungszeichen. Das heißt Fernwirkung. Also wir haben diese ganzen Probleme, die Städte haben. Rüsselsheim ist eine Stadt, eine richtige Stadt, eine Westentaschenmetropole, würde ich sagen. Ja. Man kann es mit Großstädten vergleichen. Es hat auch dörflichen Charakter. Das ist ja das Schöne an Rüsselsheim. Man kann ja beim Pfarrer Bieder in der Küche mit den Hunden sitzen, Interview führen unter Corona-Bedingungen. Ja. Ja. Sich dörflich fühlen, wenn man hier in Königstetten ist. Aber man lebt nachher, wenn ich über die Adam-Opel-Straße fahre, bei Hyundai vorbei, am dicken Busch, man merkt, man lebt in der Stadt. Ja. Ja, das ist ja das Schöne an Rüsselsheim. Ja, also jetzt wäre noch das zu dem Thema, jetzt, kann man denn so einen Zuzug, kann man den steuern, dass er sinnvoll ist, dass nicht irgendwelche Leute sagen, ich will aber jetzt unbedingt, wegen mir wohnt vorher irgendwo, ich will aber unbedingt, weil ich da so will, in Königstetten wohnen, ich setze mein altes Rüsselsheim. Kann man das denn irgendwie steuern, dass natürlich man die bevorzugt, die, sagen wir, wirklich hier auch eine Notwendigkeit, wo eine Notwendigkeit ist, dass die, das ist ja schwierig, also das wir, zu steuern. Wir treffen ja unsere Entscheidungen, Uli, immer auf der Basis rückgewandter Erfahrung und manchmal ein bisschen über den Tellerrand. Beispiel Eselswiese, da werden ja jetzt Bebauungspläne gemacht und da wird dann drüber gestritten, wie übrigens auch hier bei dem Quartier am Ostpark, wie soll denn zum Beispiel die soziale Zusammensetzung sein? Stellt sich mal der berühmten Frage, Einfamilienhäuser mitten in der Stadt, genau. Geschosswohnungsbau, Kindergärten und so weiter und so fort. Das heißt, da wird schon unter der Decke so ein Kampf geführt, wie denn eine Stadt sein soll. Ja, wird so sozusagen idyllisch mit Einfamilienhäusern zugepflastert, obwohl es stadtwidrig eigentlich ist. Und da wird schon dieser politische Kampf geführt, um diese Bebauungspläne, wie sie qualifiziert ausgestattet sind. Ne? Ja. Also das heißt, eine Kommune kann immer nur einmal vielleicht zurückgucken, wie waren allgemeine Entwicklungen. Keiner kann in die Zukunft gucken. Deswegen guckt man mal ein bisschen in Städte, wo es wie zum Beispiel Amsterdam wegen dem Radverkehr ist. Ja. Aber man ist natürlich immer ein bisschen gebunden an die Vergangenheit. Man hat immer diese Kette der Vergangenheit hinter sich, weil Entwicklungen manchmal auch anders verlaufen, jetzt mit Corona und Homeoffice, wo man gar nicht dran gedacht hätte. Ja. Aber in diesem Bebauungsplan, was wenn man jetzt mal Eselswiese nimmt, da ist ja ein Kompromiss gefunden worden zwischen individuellem Glück im Einfamilienhaus, Leute, die sich das nicht so leisten können, aber auch dazugehören. Ja? Wird ja immer so getan, als seien nur die viel bezahlen, seien die sozusagen privilegierte Bürger. Ja. Das sind sie natürlich aber nicht. Da frage ich mal, der Herr Weber hat ja immer so argumentiert, wir ziehen da die her, die uns nur Geld kosten. Die Sozialhilfeempfänger, wenn wir, wie ist denn, also ich halte die Mischung, die wir erreicht haben, also in meinem Sinn hätte ich eher mehr Mietwohnungen angeboten, also den, aber im Grunde genommen. Ja, die Frage, wir wohnen in Mietwohnungen, wenn da Krankenschwestern, Polizisten, Facharbeiter wohnen, Leute, die ja systemrelevant sind, wird auch der Herr Weber das toll finden. Das Problem ist halt dann, wenn durch eine öffentlich finanzierte Wohnungsbau
Leute zugezogen werden, die da Wohnungen finden, aber die hier keine Arbeit finden werden, aufgrund von Qualifikation, da bist du immer auch zwischen Baum und Berg. Ja. Also wenn einer sagt, ich bin für Mietwohnungsbau, muss man mal fragen, wer zieht da ein? Deswegen haben wir eine Wohnungsbaugesellschaft, die nach gewissen Kriterien Wohnungen an verschiedene Anspruchsgruppen denkt. Ja. Also das ist, da will ich mich jetzt nicht da drum rumreden, also es ist eine schwierige sozialpolitische, und sozialpolitisch meinen nicht immer arme Leute, sondern Leute, die zu einer Stadt passen, zu ihrer Infrastruktur, zu dem, was dort auch an Arbeitsplätzen geboten wird. Das sind aber dann die hochpolitischen Debatten. Ja? Also, aber insofern hat Herr Weber da einen richtigen Punkt angeschnitten und es ist auch ganz wichtig, dass diese Befindlichkeiten benannt werden, dass man damit um den heißen Brei rumreden. Ich frage dich ja mal, weil du gesagt hast, Wohnungsbaugesellschaft. Man muss doch sagen, die GEWO-Bau ist ein Geschenk des Himmels für die Stadt Rüsselsheim. Dass wir die Möglichkeit haben, selbst Wohnung zu haben, zu entwickeln. Wie siehst du denn so auch die Entwicklung der GEWO-Bau? Was würdest du dafür tun? Nee, ich würde sagen, die GEWO-Bau macht einen wunderbaren Job mit einem großen Wohnbestand. Sie modernisiert ihre Wohnungen. Sie baut neu, sie verdichtet nach. Die Stadtpolitik muss aber an vielen Punkten aufpassen, dass sie der GEWO-Bau nicht so viel öffentliche Angelegenheiten draufdrückt, wie zum Beispiel Karstadt. Also wo sie sagen kann, das ist eigentlich nicht Aufgabe einer Wohnungsbaugesellschaft, dass sie sozusagen Stadtentwicklung macht. Die ist, aber wir haben dieses Instrument, man kann es auch nutzen, aber man muss immer darauf aufpassen, in dem Gesellschaftsvertrag der GEWO-Bau steht, Mietwohnung und so weiter. Also wie gesagt, man kann das Instrument nutzen. Ich will auch gar nicht, ich hätte ja auch dafür gestimmt oder bin dafür, aber man sollte immer im Hintergrund haben, was ist Zweck dieser Gesellschaft und man darf sie nicht überfordern über den. Ja. Man muss auch sagen, auch im Interesse der Leute, die GEWO-Bauwohnungen haben, die müssen sie ja am Ende bezahlen. Genau. Also das ist ja die Versuchung der Stadt, das habe ich auch erlebt, dass wenn sie mal brenzlig wird, sofort die GEWO-Bau gerufen wird und da denke ich immer, wer ist denn die GEWO-Bau? In Rüsselsheim gibt es ja immer da fällt das Geld nicht vom Himmel, sondern die verdienen das durch die Miete. Das heißt, da wird ein Anteil der Bevölkerung herangezogen, um im öffentlichen Interesse was zu machen. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also es gibt ja in Rüsselsheim da so einen politisch aufgeheizten Begriff der Investoren. Ja? Also letztendlich, Seder, du hast ja auch hier ein Eigenheim, bist auch Investor, hast in Rüsselsheim investiert. Ja. Und insofern geht es mir ganz schön gegen Keks, wenn man sagt, Investoren per se sind sowieso alles Halsabschneider. Ja. Man muss immer gucken, mit wem man sich dort einlässt. Die Verträge sind wichtig. Und nicht per se, weil ein Investor kommt, ihm schon sozusagen satanische Motive. Sondern, wie gesagt, die Stadt lebt davon, dass 90% des Eigentums Privatinvestoren, man muss natürlich sagen, Bürgern gehören. Investor ist natürlich, der will Geld verdienen und ist nicht per se ein Wohltäter. Davon kann man ja mal ausgehen. Aber er kann das Geld ja ordentlich verdienen. Wenn sich öffentliche Interessen und private Interessen treffen und man sozusagen, die Chinesen würden jetzt von der Win-Win-Situation sprechen, um eine langfristigen Rendite, nicht zu Wucherpreisen, dann sollte man auch sich unbedingt mit Privatinvestoren, die ja auch enorm viel, sagt man, Sachverstand im Detail haben, weil wir müssen auch gucken, haben wir denn überhaupt die Kapazitäten im Rathaus? Deswegen nutzen wir ja die GEWO-Bau, weil die da gar nicht angesiedelt ist. Wir haben ja, der öffentliche Dienst sucht ja händeringend Statiker, Bauingenieure, Stadtplaner. Das heißt, wir können auch, oder wir müssen auch gucken, dass wir die städtische Bürokratie im positiven Sinne nicht überfordern, über den, wo wir gar keine Ressourcen haben, dass da ordentlich gearbeitet wird. Aber das wird man ja auch jetzt in der Kommunalwahl, wo wieder neu verhandelt wird, politische Prioritäten gesetzt wird, diskutiert werden müssen. Aber jetzt, weil wir fast vorhin den Herrn Weber habe ich genannt, jetzt mal die Frage, was im Stadtparlament ja unbedingt gebraucht wird, ist nicht nur Leute, die die Hand heben, sondern Leute, die auch wirklich eine Sache durchdenken, die fähig sind, Diskurs durchzuziehen. Jetzt gehen wir ja da mal von aus, da gehe ich davon aus, dass die CDU bei der nächsten Kommunalwahl relativ stark dastehen wird. Mein Eindruck, das sage ich mal, ist, dass es so in der Leistungsfähigkeit, Dinge durchzudenken, durch den Weggang von Herrn Weber, und wie heißt noch, der Stellvertreter war der Herr, der Name jetzt, vom Weber, der auch aus dem Parlament ausgeschieden ist. Stellvertreter? Oder der neben ihm saß. Ach, der Michael Ohlert, meinst du? Der Ohlert. Ja. Dadurch, dass die weg sind, ist es nicht besser geworden, oder? Ja. Mit dem Herrn Metz und... Da will ich jetzt mal keine Urteile machen über Leute, die nicht am Tisch sitzen. Ist schon ein Verlust gewesen intellektuell für die CDU-Fraktion, dass der Weber und der Ohlert nicht mehr dabei sind. Ja. Aber wenn man mal genau hinguckt, haben sich auch neue Kräfte da formuliert und die sind ja relativ munter. Also man kann da jetzt
Ja, also ich würde jetzt nicht über Leute reden, die nicht am Tisch sitzen. Wie gesagt, das ist ein personeller, intellektueller Verlust, aber der ist ja jetzt auch nicht so tragisch, weil es wird sowieso neu gewählt und dann werden alle Karten neu gemischt, es kommen ja auch neue Leute und dann müssen die das für sich entscheiden. Das ist nicht mein Gusto, da denen jetzt Vorschriften zu machen. Ja. Ich kenne die Leute, man schätzt sie, aber das mehr will ich dazu auch nicht sagen. Und in der IKEA-Sache, wie schätzt du denn das an, was sie da sich ausgedacht haben? Das war doch relativ mit heißer Nadel, denn hätten sie ja schief gegangen. Die IKEA-Sache will ich mal so anfassen. In der Tat gibt es bessere Möglichkeiten, auf wertvolle Industrieflächen, die ja händeringend in der Region gesucht werden, große blaue Kisten mit gelber Schrift drauf zu bauen. Ja. Also das gibt schon. Aber man muss hier Folgendes bedenken. Hätte die Stadt, das ist meine These, frühzeitig, also der politische Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, alles, was in Zukunft bei Opel an Werksflächen frei wird, wird durch die Stadt Rüsselsheim oder eine Entwicklungsgesellschaft oder wen auch immer erworben, Vorkaufsrecht. Ja. Es gibt ja übrigens ein Kunstwerk, das heißt, was wäre, wenn Opel nicht mehr da wäre. Das heißt, möglicherweise hat Opel an IKEA verkauft, weil die gedacht haben, das ist alles okay. Und dann hätten die Bestandsschutz und Vertrauensschutz. Ja. Jetzt ist Folgendes. Jetzt findet dann eine aufgeheizte Stadtverordnetenversammlung statt. Also ein wildes Gefecht. Ja. Und die Oberkommandierenden der Truppen verlassen das Schlachtfeld, bevor die Schlacht geschlagen ist. Ja. Und dann stellt man fest, es wird eine Entscheidung getroffen, nämlich dieser Radikalschnitt. IKEA bleibt draußen. Klar. Und man stelle sich doch jetzt mal vor, IKEA würde vor Gericht gewinnen. Dann wären doch auch diejenigen mit Schuld an diesem Zustand, die den Saal verlassen haben und nicht dafür gesorgt haben, dass dann ein Kompromiss gefunden worden wäre, den IKEA okay fand. Ja. Das heißt, man sollte mit ruhigem Blut in Schlachten auch in der Stadt vorgehen. Man muss dabei bleiben. Man muss dabei bleiben. Und was ich dann, aber das ist jetzt eine, das darf ich jetzt mal sagen, ganz peinlich fand ich es, dass die WSR, die immer so aufgeklärt ist, besserwisserisch und alles weiß und den Anspruch hat, wir sind Rüsselsheim, sich vom schwarzen Bock Böcklein sozusagen vor die Fichte aus dem Saal führen lässt und dann noch nicht einmal die Größe hat für den Mist, den sie mitgemacht hat, ist ja mittlerweile anerkannt, sich nicht entschuldigt. Ja. So, da kann ja jetzt in dieser... Also man kann nur sagen, es war nicht asozial, es war dumm. Das hast du jetzt gesagt und dem werde ich nicht widersprechen. Ja, gut,